Und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Franka und heute habe ich wieder ein richtig tolles Video für euch. Denn es gibt bei Douglas eine neue Marke, das habt ihr vielleicht schon im Online-Shop gesehen. Ich weiß nicht, ob es die im stationären Handel schon gibt, ich glaube noch nicht. Und zwar geht es um die Firma Hourglass. Und zwar ist Hourglass bekannt für seine Puder. Die haben ganz tolle Puder, Blushes, Bronzer. Diese Ambient Lighting Puder stehen einfach dafür, dass sie Licht reflektieren, die Haut weich zeichnen. Die haben eine ganz tolle Technologie, wie sie diese Puder pressen. Und deswegen sind die in Amerika richtig gehypt. Ich habe Blush, Bronzer, Ambient Lighting Palette und ich habe auch diesen Stick Foundation. Die werde ich heute auch ganz neu für euch das erste Mal testen. Ich habe die Produkte schon was länger. Ich habe die mir damals in Amerika über Beautylish bestellt. Und ja, wenn ihr interessiert seid zu wissen, was ist das hier für eine Marke, die da neu bei Douglas ist, welche Farben gibt es da, wie teuer sind die, kann man die empfehlen, wie machen die sich auf der Haut, wie trägt sich das auf, welche Foundation-Farbe benutzen, kann ich nehmen. Weil ich bin so ein MAC NC30, würde ich sagen. Und ich habe mich ziemlich schwer getan zu schauen, welche Farbe ich da bestelle, weil ich konnte es ja nicht swatchen. Und ich würde es euch gerne ein bisschen abnehmen, die Entscheidung. Wenn ihr wissen wollt, ja, wie das Ganze funktioniert, dann bleibt viel einfach dran und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Und ihr Lieben, damit ihr richtig sehen könnt, was auf meinem Gesicht abgeht mit der Foundation, habe ich euch jetzt richtig nah rangeholt. Ihr seht wirklich jede Unebenheit bei mir. Aber gut, so ist es jetzt, da muss ich durch. Ich habe mir schon mal einen Primer aufgetragen. Ich habe jetzt nicht den ihren Primer, die haben einen ganz berühmten Primer. Da habe ich mich noch nicht zu durchgerungen. Vielleicht werde ich mir den jetzt auf jeden Fall mal bei Douglas bestellen. Ich habe als Alternative hier den High Adherence Silicone Primer von The Ordinary bestellt und aufgetragen. Der kostet so um die 5-6 Euro. Jetzt starte ich mal mit der Foundation. Und zwar, dieser Stick kommt so. Da ist nicht viel Produkt drin. Ne? Ich zeige euch das mal. Sehr, also ich will es jetzt nicht ganz aufdrehen, weil ich Angst habe, dass ich es auch kaputt mache. Ich swatch euch das erstmal als Farbton her. Das ist die Farbe Nude. Ich hoffe, dass sie passt. Ich fand es ziemlich schwierig im Internet wirklich für mich die passende Farbe zu finden. Ich habe mir viele Videos angeschaut von Amerikanern. Den Tipp gebe ich euch auch, wenn ihr euch jetzt nicht sicher seid, auch mit meiner Hautfarbe, ob das passt. Ich habe noch überlegt, ob ich Beige oder Warm Beige nehmen soll. Also schwierig. Wir probieren es mal mit der Farbe hier. Und ich würde erstmal so auf den ersten Blick sagen, dass es ganz okay ist. Man soll nicht zu viel nehmen. Eigentlich sagen die sogar, dass man nur 3 Punkte auftragen soll. Aber da ich die meisten Rötungen hier habe, mache ich das jetzt hier. Also mit einem Primer drunter lässt es sich wirklich einfach auftragen. Ich glaube, als ich es das erste Mal benutzt habe, hatte ich keinen Primer drunter. Und das war wahrscheinlich auch schon das Problem, dass das so ein bisschen an den trockenen Hautstellen hängen geblieben ist. Also ich glaube, es ist nicht schlecht, wenn man sich da was drunter macht. So, und die Firma selber hat auch so einen Buffing Brush, den es dazu gibt. Ich nehme jetzt hier einen Sigma F80 Flat Kabuki. Viele machen es auch mit einem rundgebundenen, festen Pinsel. Also das müsst ihr mal ausprobieren. Aber ich finde die Farbe, die passt ganz gut. Was meint ihr? Die ist ein bisschen, hat einen leichten gelblichen Unterton. Das ist die Farbe Nude, falls ich es nicht gesagt habe. Man kann diese Foundation wohl auch als Concealer-Ersatz nehmen. Und jetzt ist die Frage, wir könnten es einfach mal probieren, wie das als Concealer ausschaut. Und vielleicht mache ich das aber dann tatsächlich auch mit einem Beauty Blender. Ob das wirklich so viel abdeckt wie ein Concealer, bin ich gespannt. Oh, den Pickel hat es echt gut abgedeckt, ne? Ich finde, das Hautbild sieht ganz okay aus. Ich finde, ein kleines bisschen, ich brauche hier noch ein bisschen mehr, weil ich einfach merke, so Full Coverage ist das gar nicht. Meine Rötungen, die kommen irgendwie noch durch. Und ich presse das jetzt mal hier so ein bisschen ein. So, jetzt der Links-Rechts-Vergleich. Es sieht total ausgeglichen aus. Ich habe hier leider nur den Eindruck, ich mache mir mal den Spiegel näher ran, dass es die Haut so ein bisschen betont. Also es sieht nicht natürlich aus, das muss man ganz klar sagen.
So, ich mache mir jetzt noch die andere Seite genauso und dann sehen wir uns gleich wieder. Also ich finde, unterm Auge gleicht sie das auch ganz gut aus. Ich werde mir trotzdem auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen Concealer auftragen und den Concealer einfach setten und hier ein bisschen setten und dann sehen wir uns direkt gleich wieder. Jetzt hole ich euch mal kurz näher ran, dass ihr die Foundation mal beurteilen könnt. Also die Farbe, es ist ein gelber Unterton. Ich finde, es passt echt gut. Es passt sehr gut so zu meinem Arm und alles. Es könnte noch einen Tacken dunkler sein, aber ich bin froh, dass ich es lieber ein bisschen heller genommen habe. Weil jetzt ist schon Sommer und im Winter wäre es mir dann ansonsten jede Nuance, die dunkler wäre, zu dunkel. Insofern ist es echt gut und jetzt schauen wir uns das Puder mal an. So ihr Lieben, das ist die tolle Ambient Lighting Palette. Die gibt es gerade bei Douglas für 61,99 Euro. Und ich swatche euch jetzt mal alle Farben. Wir haben zunächst hier die Farbe Dim Light, Incandescent Light und dann auch noch Radiant Light. Ich zeige sie euch aber auch gleich alle einzeln auf meinem Gesicht. Aber hier zunächst die Swatches, die sind wunderschön und machen ein ganz ebenmäßiges Hautbild. So, ihr habt hier einmal das Puder, das nennt sich Dim Light. Das könnt ihr übers ganze Gesicht verwenden. Und das werde ich jetzt auch mal machen. Mit einem großen, fluffigen Pinsel gehe ich da rein und gebe mir das so ins Zentrum meines Gesichts. So, dann gibt es den hellen, beziehungsweise wir fangen dann mal an mit dem äußeren, mit dem dunkleren. Das ist das Radiant Light. Das ist zum Konturieren und beziehungsweise um es so auf die höheren Punkte des Gesichts zu geben, wie hier an den Seiten, unter den Wangenknochen, an der Nase. Und ich zeige euch das mal in nah, ob ihr da schon einen Unterschied sehen könnt. So, und Incandescent Light in der Mitte, das kann man wie eine Art Highlighter verwenden und das machen wir jetzt auch mal. Super schön. Und auch natürlich unter der Augenbraue. Und man könnte sich das auch hier in die Mitte reingeben, so. Einfach um etwas Lichtreflexe ins Auge da zu geben und das Auge. Man kann es auch, manche verwenden es auch unterm Auge. Ihr könnt auch dieses Dim Light unterm Auge verwenden zum Setten. Also das funktioniert super und man kann natürlich auch in alle reingehen und sich das komplett drauf geben. Das werde ich jetzt allerdings nicht machen, weil ich finde, das sieht echt schön aus und man sieht auch echt einen Unterschied. Der ist zwar sehr leicht, aber man kann ihn schon wahrnehmen. Und deswegen werde ich das jetzt genauso auch machen. Das kann man natürlich einfach immer nochmal mit dem anderen so drüber geben. So. Man darf davon nicht zu viel benutzen, weil sonst sieht es auch nicht gut aus. Das ist wie mit allem. Aber wenn man diese Menge benutzt, ist es eigentlich sehr schön und das Gesicht ist super weich gezeichnet. Also diese Palette kann ich euch wärmstens empfehlen. Die kostet bei Douglas um die 60 Euro. Ist jetzt allerdings ausverkauft gerade. Also noch ein bisschen Geduld. So, das nächste Produkt ist der Bronzer. Und zwar dieser hier. Der nennt sich Mud Exposure. Und das ist so ein richtig schöner neutraler Ton. Ich zeige euch einfach mal, wie das auf meinem Gesicht ausschaut. Wenn man diese Farbe swatcht, einige sagen jetzt vielleicht, ja, das sieht ja aus wie diese Bronzer von Love Cosmetics. Ich zeige euch gleich mal einen Swatch daneben von den Love Blushes. Das ist eine andere Sache. Also alleine von der Konsistenz, wie es sich anfasst, ist es einfach seidiger. Und ich finde nicht, dass man es vergleichen kann. Es sieht vielleicht so von der Optik her erstmal ähnlich aus, aber wenn ich hier auch reingehe, es staubt nicht so sehr wie die von Love, die stauben ungemein, die sind halt gar nicht so gepresst, die sehen halt nur optisch so aus, aber die haben damit nichts zu tun. Okay, aber ich finde die auch gut, also nicht, dass ihr es falsch versteht. Okay, dann trage ich mir das jetzt mal hier auf. Und man kann die sich auch super aufbauen. Also ich finde den richtig, richtig schön. So, jetzt werde ich mal auf der anderen Seite ein bisschen weniger nehmen. Die sind halt leicht, ne? Man kann sie sich ganz leicht aufbauen und man hat so einen ganz leichten Glanz.
Die haben auch so einen leichten Schimmer drin, also wunderschön. Ich blende euch mal ein, wie viel der kostet. So, und jetzt gibt es noch einen Bronzer, und zwar ist das der Luminous Bronze Light, den ich da habe. Und ich habe den in so einer Travel-Größe, weil der bei mir mal in so einem Sephora's Favorites Pack drin war. Und ja, gefällt mir richtig gut. Am besten funktioniert das mit so einem großen, fluffigen Pinsel. Die sind super pigmentiert. Passt auf, ich zeige es euch hier. Der hat einen super schönen Ton, gibt der ab. Ich mache das mal auf einer Seite. Richtig warm, ein richtig schöner Ton. Also die sind halt super pigmentiert. Die kann man auch toll als Lidschatten nehmen. Wenn ihr das jetzt hier seht, mein Gesicht ist total aufgewärmt. Vielleicht hätte ich damit auch beginnen sollen, aber ist ja eigentlich egal, ne? Ja, dann kann man sich noch mal ein bisschen Blush on top geben. Und ich finde, das sieht halt so natürlich aus. Und das Gesicht strahlt, also das gefällt mir richtig gut. Ich finde jetzt auch die Foundation gar nicht schlecht, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie sieht das für euch in der Kamera aus? Ich finde es auch von nahen ziemlich gut. Ich müsste jetzt mal gucken, wie sie sich so im Laufe des Tages verhält. Auf jeden Fall sind das jetzt erstmal die Produkte, die ich euch vorstellen wollte. Ich zoome euch nochmal ein bisschen näher raus und dann quatschen wir. Also, ich fand diese Produkte mega. Ich meine, deswegen, sonst hätte ich sie mir ja nicht gekauft. Am allerbesten finde ich den Bronzer, weil der wirklich außergewöhnlich ist. Wenn ihr mit dieser Marke einsteigen wollt, würde ich euch definitiv empfehlen, euch den Bronzer zu holen. Ich weiß nicht, ob es den auch in Douglas in der kleinen Größe gibt. Ansonsten kostet der um die 40-50 Euro. Im Original, ich habe hier die Farbe Ambient Luminous Bronze Light. Da gibt es 4, 5 unterschiedliche Farben. Ich hoffe, dass es bald in Douglas auch mal reinkommt, dass man das mal swatchen kann, dass ihr das sehen könnt. Aber ich finde diese Farbe perfekt für mich. Die ist schön warm. Wenn der leer ist, werde ich mir den definitiv nachkaufen, weil das ist wirklich mein allerliebster Bronzer. Zusammen mit noch einem anderen, der allerdings noch wesentlich teurer ist. Insofern, ich mag es einfach, wenn ein Bronzer so einen leichten Glanz hat. Wenn das nicht so total matt ist. Das ist halt irgendwie so mein Ding. Und diese Puder haben halt alle so einen leichten Glanz drin, ohne dass man jetzt ausschaut wie mit Highlighter. Also, weil das hat jetzt mit einem Highlighter ja nicht so viel zu tun mit dem, wie man das sonst kennt. Ich mache das mir jetzt hier nochmal on top, dass ihr das sehen könnt. Man kann das also wirklich, ich glaube jetzt auch als Braut-Make-up wäre das ziemlich cool als Highlight, wenn man nämlich wirklich nicht so einen krassen Bling-Bling-Highlighter haben will. Dafür ist diese Palette, glaube ich, richtig gut geeignet. Und ansonsten die Foundation müsst ihr ausprobieren. Ich finde die okay. Ich habe aber andere, die mir fast noch ein bisschen besser gefallen. Jetzt für die Tatsache, dass es jetzt ein Stick ist, finde ich es ganz gut. Ich finde, es setzt sich ein kleines bisschen komisch hier auf meinen trockenen Wangen ab. Ich müsste das jetzt wirklich mal über einen Tag verteilt schauen, wie sich das noch entwickelt. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir bitte einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und schreibt mir doch mal, ob ihr die Marke schon kennt, ob ihr euch davon jetzt auch ein Produkt kaufen würdet, ob euch was davon interessiert, ob ihr wollt, dass ich weitere High-End-Marken reviewe. Ich meine, ich werde das eh machen, aber wenn es irgendwelche Marken gibt, die euch besonders interessieren, schreibt mir das auf jeden Fall in die Kommentare. Würde mich total interessieren und ich würde euch auch gerne eine Review machen zu einer Marke, die euch besonders interessiert. Okay, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal.